Es ist alltäglich und banal. Aber eigentlich doch voller Bedeutung. In den Spiegel schauen. Ab dem Alter von etwa 2 Jahren erkennen die meisten Menschen sich selbst im Spiegel. Und auf einmal ist da jemand. Ja, der Metzinger. Eine Person, zu der wir ein Verhältnis finden müssen, die wir in Frage stellen können, vielleicht sollten. Wir sind Wesen, die werden immer, um den Zusammenhalt ihres Weltmodells zu retten, Wahrheit opfern. Und natürlich merken wir alle, dass Details an der Geschichte, die wir uns über uns selbst erzählen, nicht ganz stimmen. Wer ist der Mensch, der da zurückschaut? Wie stehen wir zu ihm? Ist unser Bild von uns und der Welt ein Abbild der Realität? Also, die Antwort lautet natürlich nicht. Klar, Realität existiert so schon mal nicht. Können wir, sollen wir uns selbst trauen? Uns selbst trauen scheint alternativlos. Denn wir können nicht aus uns heraus. Wie sollten wir leben, ohne unserer Wahrnehmung, unserer Erinnerung, unserem Denken zu trauen? Ohne darauf zu vertrauen, dass wir die Welt erkennen und uns richtig in ihr verhalten können. Sich trauen, sich vertrauen ist sehr wichtig. Mindestens so wichtig wie anderen zu vertrauen, weil es eigentlich so die Grundlage dafür ist, dass wir etwas angehen. Sonst sind wir verzagt und mutlos. Also es ist eigentlich ein Motor, den wir brauchen. Hätte Kolumbus es nach Amerika geschafft? All den Zweiflern zum Trotz, ohne eine gesunde Portion Selbstvertrauen? Hätten unsere Urahnen sich das Feuer untertan gemacht, sich an urtümliche Bestien gewagt? Hätte... Naja, okay, vielleicht nicht die besten Beispiele. Kolumbus hatte ja eigentlich angekündigt, er werde den westlichen Seeweg nach Indien finden, sich aber komplett bei den Entfernungen verrechnet und nur das Glück, dass Amerika im Weg lag. Und wer sich dem Mammut allzu tollkühn vor den Rüssel wagte? Oder aktueller. Seit 1977 gab es nur ein Jahr, in dem niemand beim Versuch, den Mount Everest zu besteigen, starb. 2020, als wegen der Covid-Pandemie fast niemand auf dem Berg unterwegs sein durfte. Wo also liegt die Grenze zwischen gesundem Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung? Wie gut sind unsere Fähigkeiten wirklich und wie genau sollten wir sie kennen? Erstmal aber, wieso können wir uns solche Gedanken überhaupt machen? Wer oder was ist dieses Selbst, dem wir vertrauen sollen? Ja. Der Metzinger hat natürlich keine Zeit, mit mir zu reden, aber er macht lustige Clips für Arte, wo er sich selbst die Hand wegschneiden will. Wenn wir ins Gehirn schauen, da finden wir sowas wie ein Ich und sowas wie ein Selbst nicht. Wir finden auch nichts, was ständig gleich bleibt. Trotzdem gibt es in unserem Erleben natürlich etwas, wo wir den Eindruck haben, den subjektiven, dass es etwas an uns gibt, was immer gleich ist. Woher dieser Eindruck kommt, warum wir glauben, dass wir auch morgen nach dem Aufwachen noch dieselbe Person sein werden, rätseln Menschen schon seit langem. Gibt es da etwas in uns? Und das stimmt ja auch gar nicht. Also, morgens nach dem Aufwachen ist man nicht mehr dieselbe Person, die man vorher war.
Das ist ja wohl mal völlig klar. Vielleicht so etwas wie eine Seele? Wenn ja, woraus besteht sie? Einer speziellen Art von Atomen? Oder ist unser Ich immateriell? Die pure Essenz oder Form unseres Seins? Sitzt es irgendwo? Im Herzen, der Leber, der Zirbeldrüse? Genau. Sind wir einfach nur ein Körper? Oder sind wir geteilt? In Körper und Geist? Ist das Selbst nur eine Illusion? Oder das Einzige, das sicher existiert? Joshua Bach sagt ja immer, only a simulation can be conscious. Ich finde, das ist so geil. Es ist immer so geil, ne? Alles, was der sagt, ist geil. Und das ist auch so ein Zitat, was ich immer super feiere. Sind wir von unserer Vernunft gesteuert? Oder von unseren Trieben? Bis heute ist zwar nicht gelöst, wie genau aus elektrischen Signalen in unserem Hirn Vorstellungen von der Welt und uns selbst entstehen. Das da, was da gerade stand, ne? Ich mach's nochmal zurück. Da war die Mitternachtsformel aufgezeichnet und dann kam da raus plus minus dieselbe Zahl. Wisst ihr, welcher Sonderfall das ist für eine Parabel? Von unseren Trieben. Der da. Wisst ihr, welcher das ist? Na, da steht Mitternachtsformel ist gleich und dann das Ergebnis. Das ist der Fall, wo B 0 sein muss. Na, und wenn B 0 ist, dann sieht man, dann reduziert sich das, ne? Dann reduziert sich dieser ganze Ausdruck da. Geht das eigentlich? Ach nee, was ist noch wichtig? B muss 0 sein und C muss negativ sein, ne? Und A muss positiv sein, beziehungsweise, ach nee, es könnte auch andersrum sein. Wichtig ist, dass unter der Wurzel sozusagen Positives rauskommt und das ist ja der Fall, ne? Entweder sie ist nach oben geöffnet, die Parabel, also sie muss auf jeden Fall symmetrisch um die Y-Achse sein. Und dann, wenn sie nach unten geöffnet ist, muss C positiv sein, ne? Weil dann fängt sie da oben an. Und wenn sie nach oben geöffnet ist, muss C negativ sein. Ja, wollte ich nur mal sagen, plus minus 42, also B ist, fällt weg. Kann man also lassen. Huch, ich habe irgendwie gemutet. Und selbst entstehen. Und doch haben die Neurowissenschaften und unser Wissen um die Evolution uns neue Perspektiven eröffnet. Das Selbst ist ein Prozess, ne? Ein bewusster Prozess. Im traumlosen Tiefschlaf gibt es diesen Prozess nicht. Im Traum haben wir ein ganz anderes bewusstes Selbst als im Wachzustand. Und man kann das beschreiben als eine Hypothese über den Gesamtzustand des Organismus, die ständig aktualisiert wird, die dauernd abgedatet wird. Und das ist unser bewusstes Erleben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wozu dient dieser ganze Prozess? Und das Erste, was man wirklich verstehen muss, ist, der Prozess dient nicht dem klassischen philosophischen Ideal der Selbsterkenntnis, dem ich mich sehr verpflichtet fühle, sondern der Prozess dient dazu, Gene erfolgreich in die nächste Generation zu kopieren. Das heißt, der Vorgang dieses sich als ein Selbsterkennens und Fühlens hat eine Millionen Jahre lange biologische Geschichte. Ein Selbstbewusstsein zu entwickeln war also evolutionär nützlich. Eine besondere... Zoroaster, Existenz oder Essenz? Ja, mir wurde schon beigetragen, dass du über solche fundamentalen Sachen gerade beim Wandern nachdenkst. Ich denke, du hast dich an die richtige Person gewandt. Das realistische Selbsteinschätzung aber vielleicht nicht? Nehmen wir mal unsere Erinnerungen. Wir gehen ja eher so durchs Leben. Oder, wenn dauernd eine Kamera mitliefe, würde fast der gesamte Film direkt wieder verbrennen. Wer weiß schon noch, was er oder sie vor 3 Monaten für Kleidung getragen oder zur Bäckerin gesagt hat? Und was würde uns das bringen? Bloß auch unser Archiv ist in verschiedener Hinsicht unzuverlässig. Eine davon offenbart ein Experiment, an dem der Psychologe Daniel Kahnemann beteiligt war. Testpersonen mussten eine Hand 1 Minute lang in eiskaltes Wasser tauchen. Schmerzhaft. Nach 1 Minute durften sie wieder herausziehen. Dann kam die zweite Hand dran. Auch die musste 1 Minute lang ins eiskalte Wasser. Nach Ablauf der Zeit durften die Versuchspersonen diese Hand dann aber nicht herausziehen, sondern mussten sie nochmal 30 Sekunden zusätzlich drin lassen. Weiter Schmerzen.
Allerdings wurde das Wasser dabei ein klein bisschen erwärmt, sodass es zum Ende hin nicht mehr ganz so schmerzhaft war. Als die Testpersonen gefragt wurden, welchen Teil des Experiments sie lieber nochmal ertragen würden, wählten fast 70% die längere Variante. Die Erklärung: In der Erinnerung spielt die Dauer einer Erfahrung keine große Rolle, sondern die maximale Intensität und das Ende. Weil der maximale Schmerz gleich war, gab also das etwas angenehmere Ende den Ausschlag, die zweite Variante vorzuziehen. Unsere Erinnerung würde uns also dazu verleiten, mehr Schmerzen zu wählen. Ähnlich kann ein schlechter letzter Tag uns die Erinnerung an einen eigentlich schönen Urlaub vermiesen. Interessant, ne? Da müsste man, Schröck, du bist doch so ein alter Quellenmeister. Kannst du mal rausfinden, wo das Experiment beschrieben ist und mal nachgucken, wie sie das konkret gemacht haben? Wussten die Personen, also hatten die die Uhr dabei? Haben die das gesehen? Klingt alles erstmal ziemlich doof von uns. Und doch hat es vielleicht ja auch einen Sinn, dass uns nicht jede Sekunde eines anhaltenden Schmerzes im Gedächtnis bleibt. Weil es geht ja darum, dass das Tier immer weiter kämpft, immer weiter Kinder zeugt, immer weiter um sein Leben kämpft. Darum muss es auch sowas wie Verdrängungsmechanismen geben. Eine möglichst genaue Erinnerung hilft Daniel uns Kahnemann. Zwar in vielerlei Hinsicht, doch auch allgemein gilt, dass wir Dinge verdrängen, neu interpretieren, umdeuten können, ist für uns wichtig. Bei unseren verschiedenen Erinnerungssystemen ging es nicht darum, die Wirklichkeit akkurat darzustellen, so wie sie ist, sondern einen Beitrag zu leisten, letztlich zur genetischen Fitness, einen Beitrag dazu zu leisten, dass unser Ich-Modell stabil bleibt. Und so gleichen unsere bewussten Erinnerungen tatsächlich einem Film. Von uns genau ausgesuchte Szenen, hier und da mit Nachbearbeitung verschönert und so zusammengeschnitten, dass die... Also das ist definitiv so, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere und andere Sachen, die schon lange zurückliegen. Da bin ich mir 100% sicher, dass ich übelst viel interpoliere zwischen irgendwelchen Datenpunkten und da eine Geschichte erfinde, die so nicht stattgefunden hat. Die Geschichte einen Sinn ergibt. Das Quellenverzeichnis. Kahnemann. Nee, ich kann's nicht sehen. Doch, hier. Kannst du da mal reinchecken, wie das ist? Die Geschichte unseres Lebens. Für einen einzigen Zuschauer. Uns selbst. Bevor wir uns an etwas erinnern können, müssen wir Dinge aber natürlich erstmal mitbekommen. Die Verbindung zu unserer Umgebung sind unsere Sinne. Während wir mit ihnen die Welt erkunden, scheint im Hintergrund... Es ist auch super unnütz, sich die ganze Zeit selbst zu gaslighten, ne? Aber ich mache das tatsächlich. Also insbesondere, wenn Leute, die ich respektiere, mir widersprechen, besonders dann neige ich dazu, erstmal direkt in diese Haltung zu gehen, okay, wahrscheinlich haben die recht, ich muss nochmal mich überdenken, ob das jetzt wirklich so war. Und gleichzeitig eine Art Überwachungsprogramm mitzulaufen. Wenn jemand etwa entscheiden soll, ob sich eine Punktwolke auf dem Bildschirm nach links oder nach rechts bewegt, dann lässt sich an der Hirnaktivität dabei nicht nur beobachten, dass optische Reize verarbeitet werden. Es gibt auch einen zweiten Prozess, die sogenannte Metakognition. Wie sicher sich die Person ist, die Richtung der Punktwolke richtig erkannt zu haben. On peut penser à l'analogie d'un miroir. Es ist also ein wenig so, als ob wir uns einen Spiegel vorhalten. Einmal verarbeitet das Gehirn ständig die Informationen aus der Umgebung. Aber dann gibt es noch einen Prozess auf einer zweiten Ebene, mit dem wir diese Informationen unter die Lupe nehmen und schauen, ob das alles zusammenpasst. Oder ob uns irgendetwas komisch vorkommt und wir nochmal zurückgehen müssen und mehr Informationen sammeln. Einige Sinne scheinen uns dabei grundsätzlich vertrauenswürdiger als andere. Just in me.
observe régulièrement les individus. Wir beobachten ja oft, dass Menschen etwas, was sie gesehen haben, nochmal überprüfen möchten, indem sie es berühren. Mhm. Zum Beispiel, wenn sie aus dem Haus gehen und tasten, ob sie den Autoschlüssel wirklich in die Tasche gesteckt haben. Ja, Klassiker. Wir konnten das in Versuchen bestätigen. In Fällen, in denen wir an unserer Wahrnehmung zweifeln, trauen wir eher dem Berühren als unserem Sehen. Obwohl beides keinen vollständigen Blick auf die Welt erlaubt. Wir nennen das den Heiliger Thomas-Effekt. Nach dem Apostel, der an der Auferstehung Jesu Christi zweifelte, als ihm seine Gestalt erschien. Der verlangte, ihn zu berühren, bevor er glaubte. Aua. Das menschliche Repertoire an Sinnen ist allerdings beschränkt. Haie zum Beispiel können mit ihren lorenzinischen Ampullen, das sind die kleinen schwarzen Punkte am Kopf, elektromagnetische Felder spüren. Wie sie etwa der Herzschlag eines Fisches erzeugt, der sich im Riff versteckt. Für uns unsichtbar und schwer vorstellbar. Wer weiß schon, wie man sich elektrische Felder vorstellen soll. Wir können uns nicht... Also Zoroaster weiß bestimmt, wie man sich elektrische Felder vorstellen soll. Zoroaster hat bestimmt auch schon mal mit dem Helmholtz-Gesetz mal so ein Feld ausgerechnet. J-Kreuz DL. Nicht komplett in den Kopf eines Hais versetzen. Das hat mich damals wirklich gefickt. Ich glaube, das war erstes Semester Experimentalphysik. Und ich habe nicht verstanden, wie man so ein Integral überhaupt lösen soll. Weil da steht ein Kreuzprodukt an dem Integralding, an dem kleinen D dran. Ein Kreuzprodukt, also ein Vektor, Kreuz und dann ein Wegintegral. Noch nicht einmal in denen eines anderen Menschen. All unser Erleben ist subjektiv. Farben zum Beispiel. Gibt es nicht. Jedenfalls nicht als Dinge in der Natur. Nur als Wer hat's gesagt? Arte guckt heimlich Dr. Morph. Wellenlängen von Licht, die erst in unserem Kopf zu Farben werden. Und ja, aber ich meine, Zoroaster, so schwierig ist es nicht, ne? Es ist immer Transformationsformel. Man muss eine geeignete Parametrisierung finden für das, was man da hat. Und und dann kann man einfach die drei Integrale, in die es zerfällt, ist ja ein Kreuzprodukt, ne? Es hat sozusagen drei Dimensionen, die kann man dann einzeln ausrechnen, entlang seiner Parametrisierung. Vorstellungen nicht messbar sind, ist schwer zu sagen, ob etwa meine Vorstellung eines bestimmten Rottones die gleiche ist wie eure. Ja, eben, das kann man gar nicht. Damit drängt sich aber noch eine Frage auf, die schon den Philosophen... Und diese Idee, die hatte ich schon in der Grundschule, ne? Dass da sozusagen, ich kann nie sicher sein, also ich kann gar nicht wissen, ob andere das Blau genauso wahrnehmen wie ich. Ich weiß nur, dass wir uns alle geeinigt haben auf... dass das jetzt blau ist. Und irgendwann später ist mir dann aufgefallen, nicht mal da sind wir uns einig, ne? Gerade bei Blau und Türkis und Grün gibt es einen übelsten Abfuck. Weil für manche Leute fängt dieser Threshold schon viel früher an. Platon in der Antike umtrieb. Können wir überhaupt die Realität erkennen? Natürlich nicht. Platon fordert uns auf, uns eine Parabel auf die menschliche Existenz vorzustellen. Und zwar, dass unser Zustand dem von Gefangenen ähnelt. Wir können uns vorstellen, dass wir in einer Höhle angekettet sind, mit dem Rücken Richtung Ausgang. Und nicht in der Lage sind, nach draußen zu sehen. Et simplement capable de voir le fond de la caverne. Noch eine zweite Gruppe von Personen ist in der Höhle. Natürlich kommt wieder das Höhlengleichnis. Die Manipulatoren. Das ist hier aber auch angebracht, das muss man bringen. Und halten Objekte darüber, die durch den Schein eines Feuers hinten in der Höhle dann Schatten an die Höhlenwand werfen. Es sind also nur Abbildungen der echten Dinge, die wir wahrnehmen. Johannes, bei dir sind die links und rechts unterschiedlich. Heißt das, wenn du Augen hin und her klimperst, nimmst du die Farben von einem und demselben Objekt anders wahr? Also bei irgendeinem Gelbton zum Beispiel. Kann ja sein, dass du auf dem einen Auge irgendwie diesen vierten Rezeptor hast und auf dem anderen nicht. Weil es gibt ja ein paar Leute, die haben noch diesen anderen Bonusrezeptor, ne? Wir durch unsere Subjektivität und begrenzte Wahrnehmung auf ewig zum Leben in der Höhle verdammt?
Können wir je mehr sehen als Schatten? Was Platon noch nicht hatte, war die moderne Wissenschaft. Mhm. Wir haben die wissenschaftliche Methode, bei der Tausende von Wissenschaftlern zusammen Theorien erstellen, überprüfbare Experimente machen, Theorien widerlegen. Und durch diese vielen verschiedenen Perspektiven kann man aus der Höhle rauskommen. Es gibt Szenarien, da könnte auch die Wissenschaft an ihre Grenzen stoßen. Was, wenn all das hier nur ein Traum in eurem Kopf ist? Oder wenn wir in einer Computersimulation leben? Eine Art Matrix? Wenn vielleicht sogar unser Selbst nur simuliert ist? Wenn die wahre Beschaffenheit der... Joscha Bach würde sagen, nur eine Simulation kann überhaupt Bewusstsein haben. Dinge außerhalb des für uns Erfahrbaren und Messbaren liegt. Doch auch wenn wir eine solche ultimative Realität vielleicht nie erkennen könnten, unser subjektives Erleben ist für uns real. Klar. Wir fühlen Freude und Schmerzen, Lust, Angst, Empathie. Und in dieser subjektiven Welt können wir uns zurechtfinden. Ja, es ist auch nicht so, dass unser Farbensehen, nur weil es in der Welt keine farbigen Objekte gibt, deswegen falsch wäre. Wir haben dadurch sehr wichtige Eigenschaften erkannt, zum Beispiel, welche Früchte reif sind, welche Früchte faul sind. Wir müssen wirklich diesen Running Gag einführen, ne? Dass Arte heimlich Dr. Morph guckt, damit es irgendwann passiert. Irgendwann setzen sie sich bei Arte hin und gucken Dr. Morph. Was wahrscheinlich einen hohen Zuckergehalt hat, was möglicherweise giftig ist. Das ist nicht alles eine Illusion und trotzdem ist es was Internes. Auch Platon dachte, dass es einen Weg aus der Höhle heraus gibt. Philosophie. Richtiges Denken. Ach, der arme alte Zause. Doch wie gut funktioniert unser Denken? Wie funktioniert es überhaupt? Ein alter Bekannter. Daniel Kahnemann. Der mit dem Handexperiment. Laut Kahnemann können wir uns unser Denken in zwei Systeme unterteilt vorstellen. Schnell und langsam. Das langsame Denken ist unsere bewusste Rationalität. Wir setzen sie zum Beispiel ein, wenn wir ausrechnen, was 12 mal 4 minus 6 ist. Dieses Denken erfordert bewusste Anstrengung und hat eine begrenzte Kapazität. Deutlich schneller ist das intuitive Denken. Das Denken aus dem Bauch heraus, das ständig aktiv ist. Dank ihm erkennen wir ohne Anstrengung, ob jemand lacht oder wütend ist. Doch für diese Geschwindigkeit zahlen wir einen Preis. Unser Denken ist fehleranfällig. Es gibt eine lange Liste von mehr oder weniger gut belegten kognitiven Verzerrungen. Auf Englisch bei... Was Arte dann guckt, was Dr. Morph dann guckt, naja, es ist wie, wenn du ins Abyss reinschaust, dann schaut das Abyss zurück. Ja? Und wenn sie mich im Twitch angucken, dann werden sie wahrscheinlich sehen, wie ich Arte gucke. Und Arte guckt dann, wie ich Arte gucke. Das wäre doch super. Biases, unter denen wir leiden. Etwa die Overconfidence-Bias, dass wir uns oft selbst überschätzen. Zum Beispiel glauben 6% der Amerikaner laut einer repräsentativen Umfrage, sie könnten unbewaffnet einen Kampf gegen einen Grizzly gewinnen. Fuck. Risiken einzuschätzen scheint generell nicht unsere Stärke. Alter. Vor Luftverschmutzung oder falscher Ernährung haben wir oft zu wenig Angst. Vor Spinnen, Flugzeugabstürzen und Terroranschlägen zu viel. Einer der Gründe ist die Angst vor Schockrisiken. Das klassische Beispiel ist der 11. September 2001. Und was haben die Amerikaner gemacht nach dem Anschlag? Wir wissen, dass viele aus Angst nicht mehr geflogen sind. Sind sie zu Hause geblieben oder ins Auto gestiegen? Ich habe die Verkehrsstatistiken analysiert und gefunden, dass für 12 Monate lang die gefahrenen Meilen bis zu 5% nach oben gegangen sind und in dieser Zeit etwa 1600 Menschen mehr als normal ihr Leben auf der Straße verloren haben, bei dem Versuch, das Risiko des Fliegens zu vermeiden. Diese Angst vor Schockrisiken mag in einer Welt, die lange zurücklegt, wo Menschen in kleinen Gruppen lebten und versuchten zu überleben, vernünftig gewesen zu sein, weil das plötzliche Sterben eines Teils der Gruppe das Überleben der ganzen Gruppe bedroht hat. Aber heute ist das nicht mehr so.
Sollte man einem evolutionär vorbelasteten Bauchdenken also grundsätzlich misstrauen? Und nur noch auf Logik und Wahrscheinlichkeitsrechnung setzen? Da gibt es diesen Standard, den Standard-Move, den man in jeder Einführungsmechanik, Experimentalphysik-Vorlesung hat. Wenn der Professor so ein riesen Pendel aufbaut, sich irgendwas direkt vor die Schnauze hält und dann loslässt, und dann muss er richtig cool bleiben, wenn das Gewicht wieder zurückkommt und ihm nicht die Fresse eindrückt, weil wegen Energieerhaltung wird das nicht passieren, ne? Und dann gibt es wahrscheinlich auch so Fails, dass sie vielleicht das ein bisschen da anstupsen und noch ein bisschen Energie mitgeben, sodass es dann doch passiert, dass es dir in die Schnauze haut. Man muss ja sehr vorsichtig sein, einen Gegensatz aufzubauen. Unbewusstes und bewusstes Denken geht immer zusammen. Wir brauchen beides. Es ist nicht so, dass nun das eine heuristisch, unbewusst, fehlerbehaft sei und das andere, also bewusst und logisch und immer richtig sei. Das ist eine große Illusion. Auch für Bauchdenken-Befürworter ist die Kunst aber zu wissen, wann man seiner eigenen Intuition trauen kann und wann Durchrechnen sinnvoller ist. Also im Allgemeinen ist es so, dass Expertise darin besteht, dass man erst bestimmte Prozesse oder Techniken bewusst lernt. Also wenn Sie ein Experte in Fälschungen werden, also Malereien, dann wird er erstmal bestimmte Techniken und so weiter beschreiben. Aber zum bestimmten Punkt ist das Ganze unbewusst. Sie spüren, da stimmt was nicht mit dem Gemälde. Und wir haben in unserer Gesellschaft eine Unterschätzung der Wichtigkeit des Unbewussten. Wenn Sie mit einem Thema jahrelange Erfahrung haben, dann haben Sie einen guten Grund, Ihrer Intuition zu trauen. Auch dazu, was tatsächlich Denkfehler sind, gibt es unterschiedliche Meinungen. Etwa bei diesem Beispiel. Jemand hat eine schwere Herzkrankheit. Doch ob die Person sich für eine OP entscheidet, hängt auch davon ab, wie Ärzte oder Ärztinnen diese präsentieren. Framen. Erklären Sie, dass 90% der Menschen 5 Jahre nach der OP noch leben, dann entscheiden die Patienten sich eher für eine OP, als wenn Sie ihnen erklären, dass 10% der Menschen 5 Jahre nach der OP tot sind. Dabei drückt beides dieselbe Wahrscheinlichkeit aus. Irgendwie also doch doof, sich davon beeinflussen zu lassen, oder? Das ist ein Musterbeispiel dafür, wie man die falsche Theorie von Rationalität hat. Experimente zeigen, Prost, dass Ärzte und Menschen im Allgemeinen, dadurch, dass sie den Frame wählen... Was ich übrigens schade finde, ist, dass sie nicht erklärt haben, warum Farben nicht existieren. Ne? 90% überleben oder 10% sterben, ihnen etwas signalisieren möchten, eine Empfehlung geben. Und das ist ziemlich klar. Also wenn die Menschen hören, 90% überleben, aha, der sagt mir oder die sagt mir, mach es. An der Statistik ändert das aber natürlich nichts. Vielleicht ist es eine Frage der Perspektive. Entweder das Beispiel zeigt unsere Schwäche, mit Zahlen umzugehen, oder aber unsere Stärke dabei, andere Menschen zu lesen, uns in komplizierten Sozialgeflechten zurechtzufinden. Eine ja auch nicht unwichtige Fähigkeit. Apropos Sozialgeflecht. Johannes, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Also, klar, Wellenlängen sind Wellenlängen. Aber Farben haben sozusagen, es gibt keinen Absolutheitsanspruch für Farben. Die existieren, die entstehen erst in deinem Kopf. Das ist eine Heuristik, die dein Weltmodell beinhaltet. Das ist doch ein Running Gag, oder? Das mit den Farben, das bringe ich doch also eigentlich jeden Twitch-Stream mindestens einmal, dass die Farben nicht existieren. Warum ist jetzt hier Arte, Flechte. YouTube? Laut dem Sozialpsychologen Jonathan Haidt denken wir zwar oft, wir würden durch rationales Abwägen zu unseren moralischen Überzeugungen kommen, in Wirklichkeit aber täten wir das vor allem intuitiv, als Resultat unserer Evolution, Kultur. Natürlich, und hinterher erfinden wir eine Geschichte, dass es rational war, so zu handeln. 100% ist das the way to go.
Die wenigsten Leute können wirklich vorher mal richtig in sich gehen und mal nachdenken, bevor sie eine Entscheidung treffen. Das passiert super selten. Also, dass man jetzt nicht mal, also, dass man nicht zurückspulen kann, ist schon ein starkes Stück bei YouTube. Aber dass man jetzt nicht mal mehr pausieren kann, um irgendwas zu sagen, das geht mir ja schon doll auf den Piss. Was ist das für eine Scheiße? Komm jetzt hier, mache Eier. Los jetzt. Fuck, Alter. Guckt euch das an. Was ist das für eine Scheiße? Fuck. Sie haben uns blühende Landschaften versprochen. Genau, YouTube Premium. Ja. Ja, ich war jetzt beim Partisan und ich muss sagen, für so eine gottverdammte Konsumveranstaltung, die Festivals ja nun mal sind, die geben sich wenigstens inhaltlich Mühe. Die haben keine Muschi-Bubu-Kommerz-Scheiße da am Start, sondern nur echten Metal jetzt. Also ich fand's gut. Und Dying Fetus war natürlich der totale Abriss, klar. Nichts kommt gegen Dying Fetus an. Ich war extrem enttäuscht von Immolation. Ich hätte gedacht, dass Immolation live irgendwie richtig knüppelt, aber irgendwie habe ich es nicht gefühlt. Immolation hört sich scheinbar nur auf einer CD richtig gut an. Aber irgendwie sind die Kompositionen nicht so gut moschbar, finde ich. Es ist krass, oder? Es geht nicht weiter. YouTube ist einfach mal kaputt. Also, Morphhack. So. Kultur und Sozialisation. Ja! Man muss drohen, ne? Hey nutzt das Bild von einem Reiter auf einem Elefanten. Der Reiter symbolisiert das rationale Bewusstsein und denkt vielleicht, er würde den Weg bestimmen. Doch am Ende ist der Elefant, unser intuitives Denken, viel stärker und entscheidet, wo es lang geht. Die Aufgabe des Reiters ist vor allem, im Nachhinein die passende Begründung für unsere aus dem Bauch heraus getroffenen Entscheidungen zu finden. Das soll natürlich nicht heißen, dass alle Überzeugungen moralisch gleich gut begründbar sind. Es ist vielmehr so, für uns heute verabscheuungswürdige Gewalttaten oder Unterdrückung wurden oft von Menschen verübt, die für sich in Anspruch nahmen, moralisch gerechtfertigt zu handeln. Das sollte ein Ansporn sein, uns auch heute zu hinterfragen. Wer weiß, auf was Menschen in der Zukunft kopfschüttelnd zurückschauen werden. Also, sich selbst zu trauen, ist ein hochriskantes Unternehmen und die Folgen können sehr oft auch andere ausbauen. Der Metzinger. Das in dem Sinne hochriskant. Gibt es auch sowas wie, na, man könnte das vielleicht eine ethische Verpflichtung zur Selbstkritik oder eine ethische Verpflichtung zum Selbstzweifel nennen. Solche Selbstzweifel und das Streben nach Selbsterkenntnis sollen für Sokrates, den Lehrer Platons, der Schlüssel zu einem guten Leben gewesen sein. Doch Selbsterkenntnis hat ihren Preis. Man muss ja dann zum Beispiel auch seine Einsamkeit, seine Verzweiflung, seine Unsicherheit sehen. All die Dinge muss man erst mal zulassen in sich, wenn man sie direkt annehmen und betrachten will. Und die meisten von uns haben dazu einfach keine Lust. Vielleicht gibt es dazu auch gute biologische, evolutionäre Gründe. Tatsächlich könnte es sein, dass zu viel Realismus, eine zu genaue Einschätzung der Welt und von uns selbst, uns nicht gut tun. Nee, ich glaube nicht, dass wir noch mehr Metzinger gucken in Zukunft. Aber was ich ja vorhabe ist, ich weiß, das, ich finde den auch witzig, aber wer noch besser ist als Metzinger, ist Joscha Bach. Und wir werden auf jeden Fall anfangen, Joscha Bach zu gucken. Und Morph übersetzt sozusagen, was Joscha Bach erzählt, weil Joscha Bach ja also viel erzählt. Und so dolle, heftig den Swagger am Aufdrehen ist. Und weil es ja jetzt mittlerweile 3 Lex Friedmann-Joscha Bachs gibt, würde ich sagen, machen wir einfach die. Stück für Stück, immer so eine halbe Stunde. Wenn eine halbe Stunde Joscha Bach, füllt wahrscheinlich 2 Stunden Stream. Diese zu genaue Einschätzung von uns selbst ist im Gegenteil ein Handicap und sorgt dafür, dass man sich zurückzieht und nicht mehr optimistisch ist.
und nicht glaubt, dass man bei dem, was man tut, Erfolg haben wird. Das Extreme, das ist dann ein Problem. Aber die gewissen Illusionen, die leicht rosarote Brille, die ist relativ normal und weit verbreitet. Und wir haben jetzt in einer sehr großen Studie, also mit Tausenden von Kindern und Jugendlichen im nationalen Bildungspanel, auch die Entwicklung von der 5. bis zur 9. Klasse verfolgt, Kompetenzen und Selbsteinschätzungen. Und für das Wohlbefinden ein paar Jahre später sind positive Selbstkonzepte, positive Selbsteinschätzungen das Allerwichtigste. Wichtiger als tatsächliche Kompetenz. Mhm. Also es ist durchaus wichtig, sich positiv zu sehen, und eine gewisse Selbstüberschätzung darf da auch dabei sein. Vielleicht folgerichtig haben wir eine erstaunliche Neigung, uns selbst anzulügen. Dinge nicht wahrhaben zu wollen. Besonders bei dieser einen Sache. Bei uns ist etwas sehr Unglückliches passiert. Wir sind diese natürlich entstandenen Überlebensmaschinen. Und jetzt haben wir aber dieses kognitive Selbstmodell und die Wissenschaft, und wir wissen alle ganz genau, dass wir sterbliche Wesen sind. Und das erzeugt in dem menschlichen Selbstmodell einen tiefen Riss. Deswegen gibt es auch sehr viele Illusionen, die zum Beispiel dadurch entstehen, dass wir irgendwie diese Absurdität managen müssen, mit der eigenen Vergänglichkeit umgehen müssen. Dadurch sind die Religionen entstanden. Und auch wenn wir im Spiegel nicht unsere Vergänglichkeit sehen, sondern weniger Dramatisches, schauen. Ich denke, Religionen sind zuallererst mal dazu entstanden, alle Mental States der Menschen in einer Kultur mal zu bündeln und zu synchronisieren und auf einem Mindestmaß gleichzuschalten, damit irgendwie eine große Hierarchieglocke obendrauf Macht und Herrschaft besser zentralisieren kann. Das ist eigentlich super wichtig, ne? Und wir sehen das auch bei anderen Sachen, zum Beispiel im Moshpit. Da gibt es sozusagen auch Konventionen, und die Kultur, die da, die sozusagen das macht, ist einfach nur, wir einigen uns jetzt hier darauf wegen dieser tollen Musik. Ne? Also es muss irgendwas geben, irgendeinen kulturellen Aspekt, der das macht, und was weiß ich, bei Religion ist halt, oh, wir haben hier das heilige Buch, und da steht übelst krasse Zeug drin, und übrigens, du kommst in die Hölle, wenn du dich nicht an unsere Regeln hältst. Und dann sind alle so, okay, wir machen hier In-Group-Out-Group-Dynamik, finden wir geil, wenn wir alle im Club sind, dann fühlt sich das richtig an. Wir werden uns auf jeden Fall mal was von Maren Urner noch reinknallen. Weil ich die den Tag so über den Klee gelobt habe, habe ich mir gedacht, wir werden uns auf jeden Fall mal noch was von ihr reinziehen. Schauen wir nicht immer so genau hin. Menschen täuschen sich auch oft gerne selber, um ihren Selbstwert Naturphänomene, zu stabilisieren. Ja, na klar. Was ist da mit dem Donner Sie und so? Sie wären gerne vielleicht sehr sportlich, sehr attraktiv, waren das vielleicht auch mal. Mittlerweile greifen Sie vielleicht zum einen oder anderen Bier. Ihr Idealbild und Ihr Realbild klafft auseinander. Aber Sie versuchen sozusagen Wie würde so eine Morph-Schablone aussehen? Mein Idealbild. Ist natürlich schwarz-weiß. Und in Wahrheit bin ich aus Farbe. Fuck! Und das, obwohl Farben nicht existieren. Ich sterbe. Illusion aufrechtzuerhalten. Doch als soziale Wesen ist unser Bild von uns selbst und unser Selbstvertrauen auch nichts, zu dem wir völlig abgeschottet gelangen müssen. Hallo Rolf, hallo Ewigkind. Übermäßiges Selbstvertrauen zu zeigen, hilft uns, andere zu beeinflussen und uns dabei vor deren Beeinflussung zu schützen. Aber gleichzeitig wird es auch durch unsere sozialen Interaktionen unter die Lupe genommen, in Frage gestellt und korrigiert. Wo führt uns all das am Ende hin? Können wir uns selbst trauen? Wir können darauf vertrauen, dass unsere beschränkte Wahrnehmung, unsere selektive Erinnerung und unser Denken mit all seinen Stärken und Schwächen sich zu dem entwickelt haben, was sie sind, weil sie so evolutionär sinnvoll und hilfreich waren. Mit ihnen sind wir weit gekommen. So weit, dass wir über Dinge wie Wahrheit und Realität nachdenken können und sie und uns hinterfragen. Ob wir am Ende schonungslose Selbsterkenntnis wollen oder lieber ein paar komfortable Illusionen über uns und die Welt behalten, das müssen wir für uns selbst entscheiden. Allerdings heißt sich selbst gegenüber skeptisch zu sein auch nicht, sich deswegen weniger wert zu sein. Metzinger guckt sich selber im Spiegel an.
Genau, so heißt das bestimmt das Pfeil, dann als eine das Data-Pfeil. Selbstakzeptanz, eben auch eigene Schwächen sehen können, eigene Fehler sehen können, zu sehen, dass man Fehler gemacht hat, Fehler als Lerngelegenheiten zu sehen und nicht als Versagen und sich eben dennoch nicht völlig in Frage zu stellen, sondern sich zu akzeptieren. Denn bei aller Selbstkritik wollen wir doch ein gutes, fürsorgliches Verhältnis zu der Person, die wir jeden Tag im Spiegel sehen. Okay, wir sind nicht die Zielgruppe, ne? Ich nehm's Arte nicht krumm. Solche Beiträge nehme ich nicht krumm. Wir gucken mal jetzt. Ich hab hier noch so. Ja, wir gucken Maren. Ich hab Maren hier rumliegen. In der Playlist.